Christus, göttlicher Herr, dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben, unbewusst, wer dich nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Christus, du bist meine Hoffnung, mein Friede, mein Glück, all mein Leben. Christus, dir neigt sich mein Geist. Christus, dich bete ich an. Christus, an dir halte ich fest mit der ganzen Kraft meiner Seele. Dich, Herr, lieb ich allein, suche dich, folge dir nach. Der Mann saß im Zugabteil am Fenster und wagte es nicht, seinen Blick auf die vorbeiziehende Landschaft zu richten. Er war allein im Abteil. Vor Jahren hatte er sich von seiner Familie trennen müssen, denn er war mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wie es so schön hieß. Seine Eltern und Geschwister musste er schonen. Noch bevor alles bekannt wurde, hat er sie verlassen. Seitdem weigerte er sich beharrlich, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Die Schuld nagte an ihm, man sah es ihm an, er konnte sie nicht einfach loswerden. Nun, er hatte seine Strafe zwar abgebüßt, aber wenn er einmal versagt hatte, wer konnte ihm garantieren, dass er nicht ein zweites Mal schwach werden würde? Konnte er von sich behaupten, dass er jetzt ein anderer Mensch sei? Hatte er wirklich einen guten Kern? War er ein guter Mensch? Oder hatte die nagende Stimme in ihm recht? Du bist und bleibst ein Versager, eine Last und Schmach für deine Familie und die Gesellschaft. Der Mann, der in dem Zug der Entscheidung entgegenfuhr, seufzte laut. Er dachte an seine Familie, die jetzt wohl zu Hause seinen Brief bekommen hatte. Er stellte sich die Gesichter einzeln vor, jedes für sich. Sein Vater, seine Mutter, sein kleiner Bruder. Wie groß mochte er jetzt sein? Seine Schwester, ist sie wohl inzwischen verheiratet? Sein Onkel, der mit zur Familie gehörte, genauso wie sein Vetter. Er sehnte sich nach seiner Familie. Die Jahre, in denen er jeden Kontakt zu ihnen vermieden hatte, waren schmerzhafte Jahre gewesen. Er wollte ihnen jede Peinlichkeit ersparen, aber es war ihm nicht leicht gefallen. Jetzt, wo er auf dem Weg zu ihnen war, wusste er, wie sehr er sie die ganze Zeit geliebt hatte. Zum ersten Mal kamen Worte über seine Lippen. Bei Gott, ich hoffe, sie weisen mich nicht ab. Da saßen sie nun alle beisammen und schwiegen sich an. Gefühle huschten über ihre Gesichter, keiner sprach sie aus und doch dachten alle die gleichen Gedanken. Warum hat er uns das damals angetan, das mit dem Verbrechen und dann das jahrelange Schweigen? Warum wollte er nichts von uns wissen und jetzt, wo er zurückkommen will, hat er sich geändert? Was ist wohl aus ihm geworden? Liebt er uns noch so wie früher oder möchte er nur Geld von uns? Kann ein Mensch sich wirklich ändern? Das Schweigen lag über dieser Familie wie ein schweres, nasses Tuch. Der verlorene Sohn will zurückkehren und sie sollen darüber entscheiden, ob sie ihm eine neue Chance geben werden. Endlich ergriff der Vater das Wort und durchbrach die Stille. Der Zug näherte sich der Stelle, an der sich alles entscheiden würde. Der Mann wurde immer unruhiger. Jetzt blickte er zum Fenster hinaus, wie gebannt. Er wartete darauf, dass das Unvermeidliche geschehen würde. Die Ablehnung. Er hatte seiner Familie geschrieben, dass er sie nicht belästigen wolle, wenn sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Er würde mit dem Zug an ihrem Hof vorbeifahren und auch an dem Baum, in dem er schon als Kind seinen Namen geschnitzt hatte. Wenn sie wirklich nichts mehr von ihm wissen wollten, dann bräuchten sie nichts zu unternehmen. Er würde an diesem Baum vorbeifahren, nur einen Blick darauf werfen und weiterfahren, immer weiter. Er würde nicht mehr zurückkehren. Wenn sie aber nur eine kleine Chance sehen würden, dass er sich bei ihnen einfinden könne, und sei es nur für ein paar Tage, dann sollten sie ein buntes Band in den Baum hängen. Er würde es sehen, der Zug fuhr ja geradewegs an diesem Baum vorbei. Und wenn dort wirklich ein Band im Baum hängt, dann würde er am nächsten Bahnhof aussteigen, dann würde er zu ihnen zurückkehren. Wenn dort ein Band im Baum hängt, nur dann. Noch konnte er den Baum nicht sehen,
Wenige Sekunden noch. Seine Hände verkrampften sich. Der Zug hatte sich ein wenig in die Kurve gelegt und sein Tempo verringert. Der alte Eichenbaum kam in das Blickfeld des Mannes, der sich vor diesem Augenblick so gefürchtet hatte. Seine Hände verkrampften sich noch mehr, als er den Baum sah. Tränen standen in seinen Augen. Er senkte den Blick, weil er nicht glauben konnte, was er sah. Er hatte darum gebeten, ein einzelnes buntes Band in den Baum zu hängen, wenn seine Familie ihm noch eine Chance geben würde. Aber da hing kein einzelnes Band. Nein, der ganze Baum war über und über mit Bändern behangen. Sie flatterten im Wind wie bunte Vögel. 100, vielleicht sogar 200 Bänder, unübersehbar. Die Botschaft war eindeutig. Nicht nur eine Chance sollst du haben, nein, 100 Chancen, weil wir an das Gute in dir glauben, weil wir an dich glauben. Diese Geschichte fiel mir ein, als ich im heutigen Evangelium folgende Worte von dir, Herr, las. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sich ändert, vergib ihn. Und wenn er sich 7-mal am Tag gegen dich versündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Vergeben. Was ist das eigentlich und gilt das eigentlich, was wir landläufig sagen, vergeben und vergessen? Vergeben heißt für mich, den anderen nicht abzuschreiben, trotz allem, was man über ihn weiß. Auch wenn man das Böse nicht vergessen hat, ihm eine neue Chance geben. So machst du es her mit uns. Gerade als einer, der nicht nur Beichten geht, sondern auch Beichten hört, spüre ich, Gott gibt dich und mich nicht auf, trotz allem. Wichtig ist, dass wir dabei echt bereuen, wie der Mann im Zug. Er und seine Familie haben nicht vergessen, was war, aber sie haben einen Punkt gesetzt. Ein neuer Satz im Leben konnte beginnen. Die Vergebung ist so kein Point of No Return, sondern der Point of Restart. Und nur, wenn wir fähig sind zu vergeben, kann Gott uns überhaupt vergeben. Wenn wir dem anderen keine neue Chance geben können oder wollen, dann geben wir uns selbst keine neue Chance mehr. Denn dann sind wir nachtragend und nicht versöhnlich. Dann legen wir alles, was der andere tut, auf die Goldwaage. Dann blockiert unser Nicht-Vergessen-Können unsere Beziehung zu den anderen und zu dir, Herr. So wie ein dicker Felsbrocken auf einer Straßenkreuzung verhindert, dass man aufeinander zukommen kann. Dann ist unser Herz nicht frei, sondern belastet, beschwert. Wenn ich anderen nicht vergeben kann, kann ich auch mir nicht vergeben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du, Herr, mir vergibst, dass es das überhaupt gibt, Vergebung und Neuanfang. Benedikt der 16. schrieb einmal, es berührt mich immer von neuem tief, dass die vorletzte Vaterunser-Bitte, vergib, wie wir vergeben haben, die einzige ist, die der Herr mit einem Kommentar versehen hat, der eine Forderung ist. Wie wir vergeben haben. Wenn ihr einander nicht vergebt, das ist ja eingeschlossen, wie soll der Vater euch vergeben? Vielleicht denken du und ich einmal häufiger daran und lassen uns davon innerlich bewegen, wenn wir das Vaterunser beten. Vergeben heißt nicht vergessen. Die Gräuel des Zweiten Weltkrieges dürfen niemals vergessen werden. Und gerade weil die Europäer sie nicht vergessen hatten, wollten sie einen Neuanfang. Man vergaß nicht, sondern versuchte gerade auch den Deutschen eine neue Chance zu geben, zum Beispiel mit dem Marshallplan. Die Versöhnung gerade zwischen Deutschen, Polen und Franzosen ist letztlich ein Zeichen, dass es Neuanfänge geben kann, wenn man nicht vergisst, aber vergibt. Vielleicht gelang der Neuanfang in Europa auch, weil führende Politiker echte Christen waren. Schumann, Adenauer, de Gasperi. Ein anderer Papst, der selige Johannes Paul I., hat einmal gesagt, Gott hasst die Fehler, weil sie Fehler sind.
Andererseits aber liebt er unsere Sünden irgendwie, da sie ihm Gelegenheit geben, seine Barmherzigkeit zu zeigen und uns demütig zu bleiben, sowie Verständnis und Mitleid für die Fehler der anderen zu haben. Enden wir unser Gebet mit einem trostreichen Ausspruch vom heiligmäßigen verstorbenen Kardinal Van Thuan, einen Ausspruch, den man nicht oft genug hören und sich selber sagen kann. Heilige haben eine Geschichte, Sünder eine Zukunft. Heilige haben eine Geschichte, Sünder eine Zukunft. Du und ich, wir haben eine Zukunft. Wir sind nicht abgeschrieben. Einander vergeben, ohne zu vergessen. Dann brummt es in der Zukunftswerkstatt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.